Alle wollen immer nur feiern, aber keiner will der Gastgeber sein. Liegt natürlich daran, man kann sich die Gäste nicht immer aussuchen. Und genau das passiert jetzt auch. Ich suchte nämlich ganz schlimme Gäste aus. Oh nein. Setz dir doch einfach mal den Kopfhörer auf, der da hinten hängt. Kopfhörer? Hinter dir und dreh dich mal mit dem Rücken zu uns. Sicher mal. Hörst du uns noch? Nö, sie wippt in der Musik. So. Die Gäste seid ihr natürlich. Das ist die Monroe. Die Gäste seid natürlich ihr, ihr Lieben. Lars, du hast dich gleich, wenn du zu dieser Party kommst, ich klingel euch einzeln rein, du hast dich in einem Spiegellabyrinth verlaufen und bist deshalb völlig panisch. Ah, okay, ja? Okay. Mirja, du bist Madonna und denkst, du bist in einem deutschen Kinderheim und suchst dir dein neuestes Adoptivkind aus. Ja. Hältst also alle für potenziell. Das kranke Kind muss hier bleiben. Aber ansonsten kannst du alle mitnehmen. Und Hennes hatte ich vergessen. Ist wirklich schön. Hennes, du bist eine sexy Quiz-Moderatorin aus dem, DSF Nachtprogramm. So. Sehr realistisch. Ja, die immer die Leute anbrüllt und so. Die immer die Leute anbrüllt. Wie zu Hause einfach. Ach so, danke. Ja. Ich habe so eine schöne Gästeliste für dich vorbereitet. Ja, hoffentlich. Ja, ich klingel sie dir jetzt rein. Ja. Und also viel Spaß. Ich hoffe, du hast leckere Sachen danke. Zu trinken. Wirst du brauchen. Ja, gut, alles vorbereitet für meine super Party. Hoffentlich kommen auch alle. Man wird ja nicht jeden Tag 16. Oh. Mensch, da hat's doch geklingelt. Hallo! Ja, guten Tag, hallo, ist hier die Party? Ja. Ganz schön viel Zimmer hier in der Bude. Ja, ja. Oh mein Gott, gibt mir irgendwie Probleme. Hallo, hallo. Ja, ja, ja. Wo sind Sie denn? Hallo? Ja, hier. Wo denn? Hier. Was? Hier. Ah! Oh. Oh. Tut mir leid. Na gut, Sie sind schon mal nicht das Dritte. Ganz schön viele Spiegel hier, oder sind es so viele Gäste hier? Finden Sie viele, zu viele Spiegel? Oh, oh, irgendwie. Nehmen Sie schon mal was zu trinken, ja, da hinten so. Ist das. Ja, wo ist denn die Küche? Hi, ich bin Jungfrau. Wo sind die Kinder? Wo sind die Kinder? Wo sind die Kinder? Das erste ist schon mal da, nehme ich an. Ja, aber das ist ja krank. Ja, aber sind hier nicht so kleinere? So kleinere, weißt du, ich brauche so kleinere. Habe ich jetzt nicht gesehen. Brauchst aber kleinere Kinder? Man hatte mir ja gesagt, hier werden so kleinere. Ich bin Jungfrau, ne? Weißt du? Ach so. Und deswegen hast du ja keine Kinder. Jungfrau, weil man ja dann nicht schnackelt, habe ich ja selber keinen. Was, ja. Was ist mit dir eigentlich? Ich weiß auch nicht, ich habe gedacht, das wäre der Stripper. Sind denn, ja, oh. Da kommt wohl noch, ja. Vielleicht kommt jetzt euch doch schon mal was. Sind Sie der Stripper? Hallo, wer sind Sie? Ich bin das Geburtstagskind. Das ist richtig! Hallo! Oh Mann! Das ist toll! Das ist toll! Hey, sein Typ du! Das ist toll! Hallo! Das ist die Jungfrau oder hallo. Die hallo. Ja. Hallo. Ja. Hallo! Wie alt bist du denn? Wie alt ich bin? Ja. Ich stell dir die Fragen, du! Ach, mal, du! Na, und wie alt sind wir geworden, na? 16. Zack, 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 das ist nicht die richtige Antwort. Ah, 16! Moment, da bist du auch noch minderjährig. Ah, ja, natürlich. Guck doch, wie dick ich bin. Ich werd ganz dick. Ich bin so dick. Nein, das geht. Dann gehst du halt mal kotzen nach dem Essen. Meine Fresse. Wo ist hier das Essen? Wo hier, ist hier das Essen? Essen? Da ist das Essen. Ich seh hier. Hallo, wo ist das Essen? Hier, hallo, ist hier überhaupt nicht so. Da ist das Essen. Da ist das Essen. Wir müssen mal kurz sprechen. So, wenn du mir jetzt ein Kind gibst, dann zahle ich die ganze Scheiße hier auch. Ist mir geil. Ja. Hier, weißt du, ich spende dann. Her? Ich kann dir irgendwas kaufen. Eine Schule vielleicht oder so. Oder so ein Dorf. Ich saniere so ein Dorf. Hauptsache, ich krieg ein Kind. Weißt du, ich bin ja eine vielleicht Frau. Ach, du, ach so, dann vielleicht könnt ihr euch arrangieren. Ja, der ist jetzt so alt, der ist ja schon nicht mehr mit. Der macht ja alles, was ich sage. Hinter wie vielen Spiegeln ist dieser Mann? Hinter wie vielen Spiegeln ist dieser Mann? Eins, zwei, drei. Schade.
schade. Dabei hätte ich so ein schönes Geschenk für dich. Oh, hast du ein Kind zu Hause, was du nicht mehr brauchst? Ein Geldpaket. Ja, wie viele Kinder brauche ich? Wie viele Kinder? Sag mir, eins, zwei oder drei. Moment, ich brauche ein Kind. Ich habe schon ein paar und ich brauche jetzt noch eins. Also, pass mal auf, wenn du das jetzt... Hör mal, ich hab Cash, Junge. Hier. Pass mal auf, wenn du das jetzt nicht weißt, ja? Wenn du das jetzt nicht weißt, dann muss ich mich aber langsam hier mal ausziehen. Also, lass mich bitte... Bitte? Du bist doch der Stripper. Mann, das muss man doch wissen. Warum versteht nicht jeder? Guck mal, ich hab Brüste. Guck mal. So, gut, also vielleicht... Hier schön. Vielleicht um die Party jetzt hier mal nicht, damit wir alle saufen können. Ja, ein bisschen, ja. Werde ich vielleicht mal... Ich muss eben mal den Hotbutton fressen. War das ein Kind hier? Ach, wie sind das? Hier haben wir den verrückten Pantomimen-Typen, der im Spiegelkabinett gefangen ist. Ja, kann man doch so gelten lassen, oder? Nee. Meine Gästin mit die Jungfrau ist und aber das ganz eine wahnsinnig geile Figur für mein Alter. Welche Jungfrau fängt mit M an? Mit M! Ja! Mit M! Ist ganz einfach! Mädchen! Madonna! Hey! Das ist richtig! Warum? Was macht Madonna? Warum du Madonna bist? Weil du ja, was noch? Kaufen! Kinder kaufen! Aber nicht verkaufen! Ja, kaufen geht! Ja, kaufen ist richtig! Yeah. Wenn du jetzt noch weißt, wer ich bin, da bekommst du Backstage von mir ein riesen Geldpaket. 10, 9, du bist der Typ, 8. Von wo man anrufen muss und ja, aber ich hab Brüste, also bin ich... Guck mal, hier, ich bin kein Typ, ich bin eine Frau! Ja! Wo? Die Frau vom Hotbutton! Ja! Kleine Pause, dann geht's weiter. Ich bleib einfach hier sitzen und sag bis gleich.